Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von, besser sollte ich sagen, Schaltmodul Weekly oder Schaltmodul Daily. Bei dem Regenwetter kann man ja nicht viel anderes machen als ein bisschen basteln. Gut, wieder eine kleiner Fortschritt oder eine kleine Neuigkeit. Das Ganze nochmal in Funktion zeigen, wie es eigentlich geplant ist. Okay, also was ist zu sehen hier auf dem Basteltisch? Wir haben natürlich einmal hier den Radio Master ER8, an dessen seriellen Ausgang habe ich jetzt zunächst einmal eine Busplatine, eine Crossfire Half Duplex Busplatine angeschlossen. Dann geht also das normale Crossfire Full Duplex geht herein. Herauskommt Crossfire Half Duplex, dann haben wir nur noch ein dreiadriges Kabel. Das war mir aus bestimmten Gründen wichtig, dass das erstens dreiadrig ist und zweitens was anderes als das, was aus dem Empfänger rauskommt. Dann haben wir unverwechselbare Stecksysteme und als Stecksystem kommen also auch diese ganz schönen zuggesicherten JST-GH-Stecker hier zum Einsatz, die ich eigentlich ganz schön finde, wenn man also hier mit niedrigem Stromverbrauch arbeitet. Gut, ein Schaltmodul ist schon hier angeschlossen. Das Ganze ist auch schon über den Empfänger, also über den, da steht einfach so ein BEC dran, hier mit Strom versorgt. Das Modul funktioniert und blinkt. Wir können uns mal ganz kurz die Konfiguration von dem Modul nochmal anschauen. Ja, das wiederholt sich jetzt natürlich. Ich habe das Menü jetzt ein bisschen geändert. Wir gehen wie üblich. Ups, jetzt blendet es aber doch. Ich habe doch die Bildschirmhelligkeit schon extra runtergedreht. Wir machen mal die Lampe hier von dem an. Das war jetzt auch nicht so unbedingt der Bringer. So ist es aber eigentlich ganz gut. Gehen wir auf das Express LRS-Skript. Das hat den schöneren Kontrast, da kann man es besser erkennen. Und über dieses Standard Express LRS-Skript oder eine andere Art von Fernsteuerung, die das schon eingebaut hat, wie zum Beispiel das OpenTX für die FlySky i6X, kann man sich dieses Menü aufrufen. Wir sehen also hier den Multiswitch E an der Adresse 0. Der scheint also jetzt die Adresse 0 zu haben. Ich will die jetzt gleich mal verändern, die Adresse, damit wir das zweite Schaltmodul dann auch noch in Betrieb nehmen können. Ich gehe jetzt einfach mal hier unter Global. Da habe ich das jetzt versteckt mit der Adresse. Da gibt es noch ein paar andere Einstellungen. Jetzt, weil man die PWM-Frequenzen für die einzelnen Ausgänge auch noch ändern kann, wenn man das möchte. Da stelle ich jetzt mal die Adresse 2 ein. Okay, hier oben hat sich die Statuszeile leider nicht geändert, aber das ist ein Problem von dem Express LRS-Skript. Das rechnet einfach nicht, dass manche Beschriftungen hier den Namen ändern. Und auch wenn ich jetzt hier ganz rausgehe, wird sich das nicht ändern. Ich muss dann also nochmal bis zur Grundeinstellung gehen oder beziehungsweise zu irgendeinem anderen Gerät. In dem Fall ist es ja jetzt mein Sendemodul, was hier in der Fernsteuerung drin ist. Und jetzt sehe ich da auf einmal zwei Multiswitche. Das ist der alte, den hat er sich gemerkt. Der existiert natürlich jetzt nicht mehr, weil ich die Adresse geändert habe. Ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Und ich nehme jetzt den Multiswitch an der Adresse 2. Genau. Wir verifizieren das kurz, dass das der richtige ist. Wir gehen einfach mal, können auch aus diesem Menü ja die Ausgänge schalten. Ich gehe jetzt einfach hier unten mal nach Operate und wir schalten mal den Ausgang 0 an und siehe da, er geht an. Wunderbar. Die anderen Funktionen machen wir dann gleich mal. Ich gehe jetzt hier mal wieder raus. Kann ich auch mit einem langen Return-Druck machen. So, jetzt probieren wir das gerade noch mal aus über das Widget. Ich habe es übrigens ausprobiert. Ja, man kann bis zu 10 Telemetries Screens einsetzen bei Edge TX mittlerweile und auf jedem Telemetrie-Screen kann man bis zu 8 Widgets installieren. Das macht also insgesamt 80 Multiswitch-Widget. Also von den 256 möglichen könnt ihr Stand jetzt
80 über so ein Widget auch komfortabel bedienen. Das sind also dann 640 Schaltfunktionen. Jo, sollte eigentlich fürs erste Mal reichen. Okay, wir haben die Adresse 2. Ich nehme dieses Widget hier mal. Da steht, habe ich das jetzt mal beschriftet oder betitelt mit Geräusche an der Adresse 2. Wenn da jetzt eine Sirene eingeschlossen wäre oder ein Horn oder hier auch die nicht beschrifteten Funktionen, die gehen natürlich alle. Es geht auch über andere Geber. Letztendlich ist das, werden alle diese Funktionen über logische Schalter aktiviert. Ich habe beispielsweise auch mal einen Knüppel genommen, den man einfach mal aus der Nulllage heraus bewegt. Oder auch den Trim kann man ja auch nehmen. Und dann schaltet dort irgendwas. Nur mal, um die Konfigurationsmöglichkeiten ganz kurz zu beschreiben. Aber das ist nochmal ein extra Kapitel. Gut, dann gehen wir doch nochmal aus diesem Widget heraus. Es ist ja klar, so kann man das schalten. Wir wollen jetzt einfach mal einen Motor verwenden. Und das ist vielleicht auch eine ganz interessante Möglichkeit. Ich habe hier so einen 3-Volt-Motor, so einen kleinen N20 3-Volt-Getriebemotor. Den will ich jetzt gleich mal verwenden. Aber ein oft auftretendes Problem, wo ich auch mit vielen Modellbaukollegen immer wieder drüber diskutiere, ist, ja, ich habe ein Bordnetz in meinem Modell von 12 oder 24 Volt. Ich bin ja ein Freund davon, die Spannung möglichst hoch zu machen. Also bei mir sind es jetzt gerade mal 24 Volt und ich möchte da diesen Motor dran betreiben. Und dann gibt es immer die Frage, ja, dann brauche ich doch so einen Schaltregler, der mir aus den 24 Volt dann 3 Volt oder was auch immer ich brauche, macht. Das braucht man eigentlich nicht, wenn man so ein Schaltmodul hat, wie ich das jetzt hier habe. Ist ja klar, nicht umsonst habe ich das so gemacht, was einfach mit PWM arbeitet. Das ist dasselbe, als würden wir den Motor mit einem Steller betreiben. Ein Step-Down-Modul, was man sich für zugegebenermaßen günstiges Geld ja kaufen kann, ist nichts weiter als ein PWM-Steller. Das heißt, wenn man ein Step-Down-Modul einsetzt, dann kann man eigentlich auch einen Steller, also einen Motorregler einsetzen oder eben so ein Schaltmodul, was auch PWM-fähig ist. Dass es 24 Volt ist, das will ich euch noch kurz zeigen. Ihr seht, es sind 24 Volt hier. Gut, nur damit es kein Fake ist. Und das lege ich jetzt mal so ein bisschen an die Seite. Und wir stecken die 24 Volt einfach mal als Versorgung hier an das Schaltmodul dran. Und den kleinen Motor. Aber da will ich mal erstmal die Fernsteuerung hier hinsehen. Und wir gucken jetzt noch mal drauf. Die LED ist aus. Nicht, dass da jetzt irgendwas passiert, dass der Motor mir gleich durchbrennt bei den 24 Volt. Das soll nicht passieren. So, jetzt gehe ich aber noch mal in das Konfigurationsmenü hinein. Also wieder Express LRS. Wir hatten ja eben die Adresse 2 eingestellt. Ach so, ich habe ja eh nur ein Schaltmodul dran im Moment. Adresse 2. Und dann müsste das entweder der Ausgang 6 oder der Ausgang 7 sein. Ich meine, es wäre 7. Genau. Und ich stelle jetzt hier gleich mal den PWM-Modus ein. Und der PWM-Grad ist 1, also 1%. Das ist natürlich relativ wenig, wenn man das mal runterrechnet. Also 24 Volt. Man kann das im Schnitt einfach proportional rechnen. Also 24 Volt durch 100 sind 0,24 Volt. Ich denke, da wird sich der Motor nicht drehen, wenn wir das jetzt mal einschalten. Da tut sich gerade nichts oder man sieht die LED jetzt nicht. Gehen wir auf 10%. Aha, jetzt sehe ich es.
Aber ich höre nichts. Dann ist der Motor vielleicht doch an dem anderen Anschluss. Das drehe ich gerade einfach mal um. Aha, jetzt dreht er sich. Doch falsch rum drauf gesteckt. Er dreht sich jetzt also mit seiner normalen Geschwindigkeit. Ich habe das jetzt erhöht auf fast 10%. Machen wir jetzt mal 10%. Das heißt, ich würde ihn jetzt im Prinzip mit also 24 Volt durch 10, also mit 2,4 Volt betreiben. Dann läuft er also so. Ja, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das so runter zu regeln, diese Schaltmodule. Ja, weil ich das brauche mit meinen Hochvolt-Modellen, vertragen also im Grunde genommen bis zu 36 Volt. Und damit kann man dann solche Scherze machen. Das geht natürlich nicht nur mit Motoren, sondern das geht auch mit LEDs oder was auch immer. Gut, dann gehen wir hier mal aus dieser Testfunktion raus. So, und jetzt können wir das natürlich auch über unser Widget bedienen. Muss ich ein bisschen hochhalten, damit man sieht, dass der sich überhaupt dreht. Ich denke, im Video wird man es wahrscheinlich nicht hören können. Genau. So, und jetzt nehme ich einfach noch ein Schaltmodul dazu. Das hier, das habe ich vorhin auf die Adresse 0 eingestellt, beziehungsweise ich habe eigentlich gar nichts eingestellt, weil defaultmäßig ist es auf der Adresse 0. Ich stecke das jetzt mal hier ein. Okay, blinken tut es schon mal. Na, mag nicht so richtig liegen bleiben. Und das ist die Adresse 0. Jetzt nehmen wir das Widget für die Adresse 0. Und auch da können wir natürlich schalten. Ist klar, es betrifft natürlich jetzt nur dieses eine Schaltmodul. Und das geht auch hier über die physischen Schalter, sofern man entsprechende logische Schalter in seiner Fernsteuerung dann auch konfiguriert hat. Genau, das ist hier, wie gesagt, so ein kleiner Bus mit 4 Steckplätzen. Etwas Größeres ist in Vorbereitung mit 8 Steckplätzen, was auch noch ein bisschen mehr komfortabel ist in Bezug auf fremde Crossfire-Module oder ELS-Module. Das ist aber noch nicht so weit. Okay, soweit an dieser Stelle, kurz und knackig. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Appetit gemacht. Bis demnächst. Ciao.